Hulk ist schon seit Jahren ein fester Bestandteil des MCU. Doch erst in späteren Filmen wie Thor: Tag der Entscheidung, Infinity War und Endgame wurde die Handlung um den Hulk wirklich entfesselt. Hier ist ein Überblick über die versteckte MCU-Trilogie des Hulk. Hulk machte den Anfang im MCU 2008 mit Der unglaubliche Hulk. Die Geschichte war zwar nicht gerade schlecht, aber auch nicht großartig, vor allem wenn man die Qualität so vieler Marvel-Filme bedenkt, die danach kamen. Ein Teil des Problems mit dem Non-Starter von Hulk im MCU war die Tatsache, dass der Film auf halbem Wege in die Geschichte einstieg und dann irgendwie nirgendwo hinführte. Der Film stellt Banner vor, nachdem er bereits zum Hulk geworden ist und überspringt dabei seinen berüchtigten Vorfall mit der Gammastrahlung. Das ist natürlich nicht unbedingt von Nachteil, denn auch Captain Marvel steigt direkt in die Geschichte ein, während sie sich bereits entwickelt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Carol Danvers Film einen Schritt zurückgeht, um zu zeigen, wie sie ihre Superkräfte erhielt. Der unglaubliche Hulk stürzt sich einfach in die Geschichte und geht davon aus, dass alle bereits von der Sache mit der Gammastrahlung wissen. Es hätte noch alles gut ausgehen können, wenn der Film an einer guten Stelle geendet hätte, aber es gelingt ihm einmal mehr, den Ball fallen zu lassen. Der Kampf gegen Abomination ist zwar unterhaltsam, aber der Film endet damit, dass Banner mit Hulk ins Reine kommt. Was toll gewesen wäre, wenn Marvel es nicht in die Avengers wieder rückgängig gemacht hätte. Leider ist der verworrene Handlungsstrang nur der Anfang der Probleme von Der unglaubliche Hulk. Ein weiteres Problem ist die übertriebene Ernsthaftigkeit des Films, die in krassem Kontrast zum lockeren und witzigen Ton von Iron Man steht. Edward Nortons Version von Bruce Banner ist mürrisch, ernst und verbringt die meiste Zeit des Films deprimiert. Obwohl die Figur sicherlich eine Verbesserung gegenüber der Version in Ang Lees Hulk ist, der ein halbes Jahrzehnt zuvor herauskam, passt sie einfach nicht zum Ton des MCU. Der Film fühlt sich einfach an, als gehöre er in ein völlig anderes Universum als das von Tony Stark. Eine weitere Problematik, die auftauchte, war die wachsende Spannung zwischen Norton und den Marvel Studios. Das soll aber nicht heißen, dass Norton sich nicht für die Rolle engagierte. Im Gegenteil, der Oscar-nominierte Schauspieler brachte eine Menge Visionen und Tiefe in die Figur. Aber als es dann zur Sache ging, lief es hinter den Kulissen einfach nicht rund. Im Zuge des darauffolgenden Streits trennten sich die Wege des Schauspielers und des Studios. Und das nicht unter den angenehmsten Bedingungen. Und der Hulk fand sich an einem Scheideweg wieder. Während es bei Figuren wie Spider-Man, den X-Men und den Fantastic Four im Laufe der Jahre immer wieder klare Rechteprobleme gab, von denen viele im Laufe der Zeit ausgebügelt wurden, ist die Frage nach den Rechten des Hulk ein hartnäckiges Rätsel, das sich nicht lösen lässt. Um es so einfach wie möglich auszudrücken, sind die Rechte an Hulk zwischen Marvel und Universal aufgeteilt. Marvel Studios darf die Figur des Hulk in seinen Filmen verwenden. Ein Recht, das sie 2005 zurückgewonnen haben, nachdem Universal eine Fortsetzung von Ang Lees Hulk nicht in Angriff genommen hatte. Universal hält jedoch immer noch das Vorrecht für jeden Hulk-Solo-Film, was ihnen erlaubt, jeden Hulk-Film zu vertreiben, der gemacht wird. Diese kleine Sorge, zusammen mit der Tatsache, dass Der unglaubliche Hulk an den Kinokassen relativ schlecht abschnitt, veranlasste Marvel, alle Bemühungen, um einen weiteren Hulk-Film fallen zu lassen. Wenn man alles in Betracht zieht, wäre Der unglaubliche Hulk 2 einfach nicht die Zeit und den Aufwand wert gewesen, die er erfordert hätte. Während sein erster Ausflug ins MCU nach nur einem Film im Sande zu verlaufen schien, bekam Hulk schließlich eine zweite Chance. Die Verleihrechte machten einen Hulk-Solo-Film zwar schwierig, dennoch gelang es Marvel in den folgenden Jahren, den Jahr der Riesen zu rehabilitieren, indem man ihn als effektive und interessante Nebenfigur einsetzte. Das begann mit der Besetzung der Rolle mit Mark Ruffalo. Ein kluger Schachzug, denn der Schauspieler eroberte sofort die Herzen der Fans, als er auf der Leinwand erschien. Banners MCU-Handlungsstrang wurde ebenfalls weitgehend neu aufgerollt. Er kam wieder nicht mit Hulk zurecht und hatte eindeutig Angst davor, den anderen Kerl ans Steuer zu lassen. Die Kombination Banner-Hulk kam beim Publikum in die Avengers sehr gut an, was dazu führte, dass Banner in der Post-Credit-Szene von Iron Man 3 für eine kurze Beratung bei Tony Stark vorbeischaute. Banner und Hulk tauchten dann im zweiten Avengers-Film wieder auf, indem sie beide eine wichtige Rolle bei der Beseitigung der apokalyptischen Bedrohung durch Ultron spielen. Zu diesem Zeitpunkt waren Hulk und Banner jedoch nur Nebendarsteller in einem immer größer werdenden Universum. Erst 2017 setzten sich Ruffalo und Marvel-Chef Kevin Feige zusammen, um über die Zukunft von Hulk im MCU zu sprechen. Während dieses Gesprächs beschlossen Ruffalo und Feige, dem Hulk seine eigene sogenannte Spezialtrilogie zu geben.
Das Gespräch zwischen Feige und Ruffalo endete damit, dass Hulk auf einen einzigen Handlungsstrang festgelegt wurde, der auf 3 Filme mit anderen Charakteren aufgeteilt werden sollte. Dieser Plan umging jegliche Verteilungsprobleme, indem er Hulk nicht als Hauptfigur in einem der 3 Filme auftreten ließ, bot aber dennoch genügend Zeit, um einen Charakterbogen mit einer bedeutenden Wirkung zu schaffen, etwas, das Hulk bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte. Die Geschichte beginnt ganz am Ende von Age of Ultron, als Hulk mit dem Quinjet der Avengers davonfliegt. Von da an bleibt er sicher im Weltraum versteckt, während die Ereignisse einiger weiterer Marvel-Filme vorbeiziehen. Einschließlich Captain America Civil War, in dem sein alter Erzfeind General Thaddeus Ross sich nach Hulks Aufenthaltsort erkundigt. The Avengers were formed to make the world a safer place. I feel we've done that. Tell me, Captain, do you know where Thor and Banner are right now? Erst in Thor, Tag der Entscheidung, wo der Herr des Donners seinen Freund von der Arbeit auf dem Müllplaneten Sakaar wiederfindet, ist Hulk in der Infinity-Saga wieder leibhaftig anzutreffen. Die Anwesenheit von Hulk in Tag der Entscheidung ist die perfekte Ergänzung zu Thors Geschichte. Gleichzeitig dient er aber auch als Vehikel, um seine eigene Geschichte durch das erste Drittel des 3-Filme-Bogens zu treiben. Nach ihrer elektrisierenden ersten Begegnung in der Arena des Grandmasters führen die beiden Freunde ein langes, aufschlussreiches und geradezu urkomisches Gespräch, das eine neue Seite von Hulks Charakter zeigt. Obwohl er immer noch sehr rau ist, ist der Big Guy während seiner Zeit auf Sakaar eindeutig gereift. Im Laufe ihres Gesprächs spricht Hulk in volleren Sätzen und offenbart seine Verbundenheit mit seinem neuen, Banner-freien Leben. Banner's friend. I don't even like Banner. I'm into numbers and science and stuff. Dennoch besuchen die beiden kurz darauf den Quinjet, wo eine Aufnahme von Natascha Romanoff Banner hilft, zum ersten Mal seit Jahren wieder die Kontrolle zu erlangen. Von dort aus schließt sich der gute Doktor dem neu gegründeten Team, den Revengers, an und macht sich auf den Weg nach Asgard, um Thor zu helfen, Hela zu besiegen. Auf Asgard endet der erste Teil der Trilogie der Figur. In einem Film voller Zerstörungen durch Hulk kommt der wohl heldenhafteste Moment, als Banner freiwillig zulässt, dass Hulk die Kontrolle übernimmt, wohl wissend, dass er vielleicht nie wieder zurückkommt, um Asgard zu retten. Der Film endet damit, dass Hulk immer noch bewusstlos ist und auf dem Flüchtlingsschiff mit den überlebenden Asgardianern lebt, auf dem Weg zur Erde. In Infinity War, der im folgenden Jahr dann veröffentlicht wurde, ging es für den Hulk schnell bergab. Der dritte Avengers-Film beginnt damit, dass das Schiff der Asgardianer bereits von Thanos überrannt wurde und Hulk landet nur wenige Minuten nach Beginn des Films mitten im Getümmel. Doch dieses Mal läuft nicht alles nach Plan und die grüne Kampfmaschine muss nach ein paar Schlägen seines gerissenen Gegners das Weite suchen. Zu diesem Zeitpunkt nutzt Heimdall seine letzte Kraft, um den Bifrost zu beschwören und Hulk zurück auf die Erde zu schicken, wo er in New York City ankommt, zurück in Bannerform. Von da an weigert sich Hulk strikt, an den Kämpfen teilzunehmen. Die Fans glaubten, dass Hulk eine Rolle im Kampf gegen Thanos spielen würde, aber der bewusste Rückzug der Figur nach der Eröffnungsszene von Infinity War macht seinen Handlungsbogen letztlich umso interessanter. Die Wahrheit ist, dass Hulk bis zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als ein Spielball in den Plänen der Avengers war, der oft nur herausgeholt wurde, um den Tag zu retten, wenn Gefahr drohte. Seine Zeit auf Sakaar hat ihm einen Vorgeschmack auf die Freiheit gegeben und dem Big Guy hat es gefallen. Co-Regisseur Joe Russo kann das wohl am besten erklären. People have speculated whether there was some fear on the Hulk's part about having to face Thanos again, but I think ultimately what it is that he's tired of playing hero. Im Vorfeld von Infinity War verriet Mark Ruffalo in einem Interview, dass Bruce Banner und der Hulk auf einen Showdown zusteuern würden. Während diese Andeutung auf ein gewaltsames Ende hinzudeuten schien, entwickelte sich der Rest von Hulks dreiteiliger Geschichte auf unerwartete Weise. Für eine Figur, die so oft als explosives Mittel der Handlung eingesetzt wurde oder als Mittel zur Unterhaltung von Fans, die gerne zuschlagen, verlief der entscheidende Moment für Hulk und Banner am Ende relativ ruhig. Nicht nur das, sondern er fand auch außerhalb des Films statt zwischen Infinity War und Endgame. Als die Zuschauer Hulk in Endgame wieder sahen, trafen sie stattdessen auf Professor Hulk. Die lang erwartete Vereinigung der beiden Persönlichkeiten war das Ergebnis einer 18-monatigen Gamma-Bestrahlung im Labor, die zu einer perfekten Kombination von Banner und Hulk führte. I put the brains and the brawn together, and now look at me. Best of both worlds. Die Verwandlungsszene selbst war zwar ursprünglich für Infinity War gedacht, aber am Ende war sie die perfekte Art und Weise, den dritten und letzten Teil des Hulk-Bogens einzuleiten. Mit Endgame endete auch der dritte und letzte Teil von Hulks dreiteiligem Handlungsbogen. Wenn man zurückblickt, ist es schwer zu glauben, dass es sich um dieselbe Figur handelt, die nur eine Handvoll Jahre zuvor eine erfolgreiche Gladiatorenkarriere in einer halben Galaxie weit weg hatte.
In Endgame ist Hulk kultiviert, nachdenklich und fürsorglich. Er sieht sogar zu, wie sich sein früheres Ich durch New York City schlägt und erklärt dies als überflüssig. Der Banner-Teil seines Intellekts ermöglicht es der Hulk-Figur, endlich wie ein normaler, erwachsener Mensch zu interagieren. Er ist maßgeblich daran beteiligt, Thor davon zu überzeugen, nicht länger zu schmollen und den Stormbreaker aufzunehmen, um es noch einmal mit Thanos aufzunehmen. Er ist auch in der Lage, den Verlust von Black Widow zu verarbeiten, ohne großen Schaden anzurichten. Vor allem aber ist es Hulk, der die Ancient One aufspürt und sie davon überzeugt, den Zeitstein zu übergeben. Folglich ist Hulk auch der Einzige, dem die negativen Auswirkungen des Diebstahls der Infinity-Steine auf die Zeit gezeigt werden. Damit liegt es in seinen Händen, dafür zu sorgen, dass nach dem Sieg der Avengers alles wieder ins Lot gebracht wird. Der dritte Teil von Hulks dreiteiligem Handlungsbogen ist vollgepackt mit tollen Szenen, wobei eine Sache besonders hervorsticht: die Aufhebung von Thanos Snap. Letztendlich ist es Hulk und nur Hulk, der Starks Infinity Gauntlet einsetzt und alle von den Toten auferstehen lässt. Das ist ein absolut selbstloser Schritt, für den sich Hulk zu keinem anderen Zeitpunkt in seinem Leben freiwillig gemeldet hätte. Die Tatsache, dass die Strahlung, die von dem Handschuh ausgeht, hauptsächlich Gammastrahlung ist, verleiht der Tat einen angenehmen Hauch von Schicksal, als er den Handschuh nimmt und mit dem Finger schnippt. Um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, es ist, als wäre er dafür gemacht. Es ist eine triumphale und atemberaubend würdige Art, eine Geschichte zu beenden, wie die am Ende von Avengers Age of Ultron. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingshelden. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.